Hallo alle zusammen. Ich freue mich im Namen aller aus unserem Verein Laut Verölgus, euch heute zu unserer Demo willkommen zu heißen. Ich möchte mich erstmals bei allen Mitorganisatoren, kommende RednerInnen, Helfer, Helferinnen und Ordnerinnen bedanken. Wir müssen euch auf die AA-Regeln hinweisen, bedeutet, während der gesamten Demo gilt eine Maskenpflicht. Wir bitten euch, auch immer 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Und am besten desinfiziert ihr eure Hände mit dem Desinfektionsmittel, das auf dem Infostand steht. Die Ordnerinnen werden auch darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Ihr erkennt sie am hellblauen Band, das sie am Arm tragen. Eine Ordnerin läuft zwischendurch mit einer Spendenbox durch die Menge, sonst steht sie diese auf dem Infostand. Die eine Hälfte wird heute in Spenden gehen, eine Organisationsvorsitzende, Miriban Mehmet, von der auch eine Rede folgt. Sie unterstützt mit dieser Organisation uigurische Studenten, Studentinnen bei der Finanzierung ihres Studiums und Lebensunterhalts. Die andere Hälfte geht an unseren Verein von Laut Verölgus, um weitere Demonstrationen finanzieren zu können. Laut Verölgus wird geleitet von den Vereinsgründerinnen Sabrin und Thoran, die im Wuppertal Nordrhein-Westfalen leben. Durch ihr Unverständnis für die Situation der Uigurinnen entschieden sie sich, diese Organisation zu gründen. Eigentlich mit der Idee, über Instagram, über die uigurische Kultur, Menschen und anderen eigentlich unter Druck aufzuklären. Meine Kollegin Sumaya und ich kamen durch eine Instagram-Story auf Unterdrückung. Die Sorge und haben uns daher dazu entschieden, mitzuhelfen. So wurden wir die Zuständigen für München. Unser Verein kümmert sich, wie gesagt, um Aufklärung, hat eine Petition aufgesetzt, den Petitionslink und unsere Insta-Seite findet ihr auf dem Infostand, die momentan am Laufen ist, und veranstaltet Demonstrationen wie hier. Wir würden heute das Programm gerne mit einer Schweigeminute beginnen. Jedoch wird in dieser Minute nicht nur geschwiegen, sondern wir setzen uns in die Position, in der die Inhaftierten teilweise stundenlang verharren. Wir setzen uns in den Schneidersitz, wenden uns nach vorne und strecken unsere Arme und stellen uns. Wichtig, diejenigen, die aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen diese Haltung nicht einnehmen können, bleiben einfach stehen. Wir beginnen mit der Schweigeminute.
Ihr könnt langsam wieder hochkommen. Ganz kurz, ich möchte euch alle noch einmal darauf hinweisen, wirklich Abstand zu halten. Das heißt, am besten ihr verteilt euch auch in der Mitte. Habt weiterhin 1,5 bis 2 Meter Abstand. Immer nur mit einer Person aus demselben Haushalt und einer Person extra. Ihr wisst ja Bescheid, wie es jetzt läuft. Danke für diesen sehr tiefen Moment gerade der Schweigeminute. Für mich persönlich war jetzt diese eine Minute, diese Haltung, und ich hatte nicht einmal eine volle Minute wie ihr, sehr unangenehm. Also die Haltung an sich und die Vorstellung, das Stunden oder sogar tagelang halten zu müssen, gibt mir so ein Gänsehautgefühl. Aber an sich ist das sogar eigentlich nur das geringste Übel von allem, was die UigurInnen gerade durchmachen müssen. Heute demonstrieren wir, um aufzuklären und zu fordern, um Hoffnungen zu teilen und für Besserungen zu kämpfen. Wir demonstrieren, weil UigurInnen auch andere Minderheiten wie christliche ChinesInnen, KasachInnen und andere, aber eben vor allen Dingen UigurInnen aus dem eigentlich autonomen Gebiet aus Turkestan, auch Xinjiang genannt, in Internierungslagern gehalten werden. Diese Internierungslager werden von der chinesischen Regierung als Schulungs- und Ausbildungslager bezeichnet und somit auch verharmlost. In diesen Internierungslagern wird aber nicht unter normalen Verhältnissen gearbeitet. Wenn gearbeitet wird, dann nur gezwungen. Auf Baumwollplantagen zum Beispiel, wobei UigurInnen in der prallen Sonne tagtäglich stundenlang schuften müssen. Bezahlt wird keiner von diesen, eher selbst bezahlen müssen sie. Mit ihrer Ehre, ihrer Würde, ihrer Psyche, ihrem Körper, ihrer Kultur, mit sich selbst. In diesen sogenannten Arbeitslagern werden Frauen vergewaltigt und oder sterilisiert. Viele von euch kennen vielleicht die Ein-Kind-Politik Chinas. In diesem Fall ist es eine Kein-Kind-Politik. Wenn sie Kinder auf die Welt bringen, dann ist es zu hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie nur zur Hälfte uigurischer Abstammung sind, denn meistens sind es durch Vergewaltigungen gezeugt. Und wenn nicht, dann sind sie wahrscheinlich zwangssterilisiert worden, damit bloß keine uigurischen Nachkommen mehr auf die Welt gesetzt werden. Millionen von UigurInnen werden gefoltert, sei es körperlich oder psychisch. Es werden härteste Foltermethoden angewandt, sie werden manipuliert, sie werden gebrainwashed. So etwas nennt man kulturelles Genozid. Das ist ein Ethnozid. Und das im 21. Jahrhundert. Man könnte eventuell jetzt meinen, so oft wie ich gegen China in diesen paar Sätzen gesprochen habe, würde es vielleicht anti-asiatischen Rassismus fördern. Aber ganz im Gegenteil, UigurInnen werden selbst als AsiatInnen gelesen. Nur weil sie kulturelle Unterschiede haben und eine andere Religion, werden sie seitens eines totalitären Staates unterdrückt. Ist das denn dann nicht eigentlich anti-asiatischer Rassismus? Wir befinden uns hier in einem Land, einer Stadt, einem Ort, einem Platz, an dem wir uns sicher fühlen können. Wir sind hier in einem Safe Space.
Natürlich haben wir auch unsere Probleme, machen uns Gedanken, vor allen Dingen über Corona, weshalb man auch verstehen könnte, wenn Menschen an dieser Demonstration oder auch anderen nicht teilnehmen wollen. Aber doch genau deshalb achten wir ja darauf, dass hier Abstand eingehalten wird und alles sicher stattfindet. Eben ganz anders, als es dort schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Wir befinden uns hier in einem Land, in dem wir gesetzlich geschützt sind. Ein Land, das auch Sanktionen gegen China bereits unterschrieben hat. Ob das denn dann nicht schon reicht? Ob Deutschland nicht schon genug getan hat? Auf gar keinen Fall. Erst recht jetzt müssen wir unsere Stimme erheben. Das darf nur der Anfang eines langen Weges sein zur positiven Entwicklung und nicht das Ende seitens Deutschlands. Natürlich haben jetzt einige Großfirmen wie H&M oder Nike gegen die Zwangsarbeit der UigurInnen ausgesprochen und möchten deren Baumwolle nicht mehr verwenden. Aber das darf auch noch nicht alles sein. Wie heuchlerisch wäre es denn, wenn die reichen, unabhängigen Staaten wie die USA, die EU und vor allen Dingen in unserem Fall Deutschland Sanktionen unterschreibt und gleichzeitig China dann finanziell unterstützt, indem sie den Olympischen Winterspielen in Beijing 2022 die Spielerinnen, SportlerInnen und weitere nach China schickt. So funktioniert das einfach nicht. Deshalb fordert unsere Gruppe Loud for Uyghurs von Deutschland mehr Aufklärung in den öffentlichen Medien, strengere Sanktionen und Boykott der Olympischen Winterspiele in Beijing 2022. Ich sage No Rights, No Games. Wir sagen No Rights, No Rights, No Rights, No Rights, No Games. Dankeschön. Wir bedanken uns jetzt schon mal bei allen folgenden RednerInnen. Wir beginnen mit einer Sprachaufnahme einer Aktivistin, die auf einer Instagram-Story sehr für Aufklärung der uigurischen Kultur und Lage aufklärt. Sie möchte in diesem Fall jedoch anonym bleiben, das heißt, ich möchte ihren Namen leider nicht aussprechen. Sie wird eine private Geschichte ihrer Familie, die hier in Deutschland tatsächlich geschehen ist, mit uns teilen. Und wir danken hiermit schon mal sehr für Ihre Teilnahme an dieser Demonstration, auch wie gesagt, wenn es anonym bleibt. Dankeschön. Ich lebe hier in Deutschland und möchte jetzt einen Vorfall berichten, der sich vor ungefähr 20 Jahren ereignete. Vor ungefähr 20 Jahren bekam ich Verwandtschaftsbesuch aus Osttürkistan und zu diesem Anlass luden uigurische Diaspora-Familien meine Familienmitglieder auch bei sich daheim zum Essen ein, um sie herzlich willkommen zu heißen. Denn das ist auch Brauch bei uns so. Und bei einem dieser Besuche, da holte ein Gastgeber eine Kamera hervor und begann Bilder von den dort anwesenden Menschen zu machen und erstellte dabei auch viele Gruppenbilder. Und nachdem meine Verwandtschaft wieder abflog und in Ostturkestan ankam, da verging ein wenig Zeit, also ein paar Wochen. Und plötzlich stand auf einmal die chinesische Sicherheitspolizei dort vor der Türe und verlangte, ein Familienmitglied zu sprechen, wobei sie diesen mitnahmen und mit ihm einen Spaziergang machten. Und dieser Spaziergang der mündete in so eine Art Verhör. Er wurde ausgefragt und während dieses Spazierganges
holte man ein Foto, das eben in Deutschland gemacht wurde, eines dieser Gruppenbilder, das einer der uigurischen Gastgeber in Deutschland gemacht hatte. Dieses eine Bild, das besaß die chinesische Sicherheitspolizei und stellte ihn eben zur Rede. Und sie fragten unser Familienmitglied, in welchem Zusammenhang er zu den uigurischen Aktivisten stand. Und glücklicherweise konnte sich unser Familienmitglied heraussprechen, aus der Sache sprechen, aus der Affäre ziehen. Und zum Glück blieb das Ganze auch für ihn folgenlos erstmal. So, dass er mir sogar 2 Jahre später von diesem Vorfall erzählen konnte, weil er dann wieder nach Deutschland reiste. Und ich muss dazu auch erwähnen, dass dieses Familienmitglied damals über 65 Jahre alt war. Denn für die älteren Leute ist es damals einfacher gewesen, ein- und auszureisen. Für die Jüngeren dagegen nicht. Viele jüngere Uiguren besaßen damals keinen Reisepass und ja. Sie haben eine Strophe ausgelassen, eine verpasst, das macht nichts. Aber es gibt bestimmt mal nachher eine Kugel, da drüben ist, glaube ich, Saglette, die wir reißen. Mei, ihr seid so lieb, so super. Vielen herzlichen Dank. Bravo! Aber natürlich dürfen wir keinen Spaß haben, denn bitte... Nochmal Abstand einhalten, bitte, sonst werden wir aufgelöst. Auf Abstand einhalten. Maskenpflicht im Versammlungsbereich. Bitte aufpassen, wer maskengefreit ist, darf in diesen VIP-Bereich gehen. Das diskriminiert, Brother. Das ist diskriminierend, ja. Die Maßnahmen setzen wir... zwar so um, aber wir akzeptieren sie nicht und wir finden sie absolut in keinem Verhältnis. Merken das die Leute da draußen eigentlich?